frag mich gerade, ob man vielleicht drei Elliots, verschiedene Elliots, im Büro von James sehen kann. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange, Before the Storm. Haben wir den mittleren Elliot gesehen? Steph and Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Weil wir eigentlich mit ihm hingehen wollten? Wobei, dann hätte ich vielleicht auch beim Krankenhausbesuch, als er uns dann getroffen hat, vielleicht auch anders reagieren sollen. Also gibt es überhaupt drei mögliche Aliens da im Büro? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, ich habe den... auf jeden Fall eifersüchtigen Aliet gesehen, aber es gibt bestimmt noch einen, der noch viel schlimmer eifersüchtig wirken kann. Ich glaube nicht, dass es ein Verständnis von Aliet gibt, weil man hängt ja mit Rachel ab und das gefällt ihm nicht und er ist ja auch etwas beleidigt, dass wir nicht bei ihm waren als Zuschauer beim Sturm. Weil ich denke mal, auch wenn die Vic die Hauptrolle hat, wir werden trotzdem auf der Bühne stehen, denn dass Juliet da aufgehalten wird, das können wir ja nicht verhindern. Wir können ja nicht verhindern, dass der Wald abbrennt. Ich meine, es ist ja elementares Element. Und damit kann man eigentlich ihn nie komplett zufriedenstellen. Wäre auch Quatsch, weil dann taucht er vielleicht gar nicht im Büro auf. Oh ja, Fingerknacken, Chloe, das kann ich auch. Oder das mache ich gerne, weil es ein tolles Gefühl ist. Habe ich schon als Kind gerne gemacht. Mache ich auch heute und Schäden. Ist ja bloß Kohlendioxid, was da aus den Kapseln freigesetzt wird. Ach ja. Also ich denke mal, es wird kein... auch schon wieder Wind hier einfach verdeutlicht wird mit diesem Schlieren, wie wir es gerade vor der Nase hatten. Also komplett zufriedenstellen wird man den Elliot nicht können. Ich denke mal, man kann den schon etwas ausartenden, da war wieder so eine Schliere, Elliot sehen und eben noch einen viel schlimmeren, wenn man ihn komplett zurückweist. Aber ich frage mich halt, wenn man ihm zumindest vielleicht zusagt... und dann nach dem Besuch von Rachel im Krankenhaus, wenn man ihm da auch die richtigen Antworten gibt, ob man dann noch einen besseren sehen kann, ob es da wirklich drei gibt, ha, schwierig, da ist wieder, er fährt auch im Kreis. Gut, genug Theorie. Hi-Fi-Poster. Sci-Fi. Sci-Fi. Well, at least not for now. Und da, Warren und Oderbrook. Der Warren, der wird so oft... na, so oft nicht, aber er ist halt da. Man trifft ihn nicht, Mann. Neu, neu, neu. Sci-Fi Film Club. Treffen mittwochs. Mittwoch heißt das. 17.30 Uhr. Ist dir das Genre neu? Wir stellen dir die Klassiker vor. Hast du einen Filmvorschlag? Sprich mit Warren oder Brock. Brock. Ist ja wie Frank. Du, Frank. Eins habe ich aber immer noch nicht kapiert. Anti-Drogen-Poster. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Drogen, sie machen dich fertig. Schwarze Haare, schwarze Lippen, schwarze Augenbrauen, schwarze Augen... Fingernägel auch? Nein, sieht man nicht. Der Sturmposter Tempest. Nathan in tights. Can't unsee. Da fliegt was. Ein Polos. Nein, das ist doch von einem Löwenzahn. Bleibt aber gut stehen. Chloe, die Gefräßige. Hallo, du nicht Brooke. Auch wenn du auf den ersten Blick so wirkst. Wie läufst du denn? Du hast einen Knick im Lauf. Steph schreibt, ich bin hier drüben. Ich sehe dich schon. It's nice that Elliot always wants to do stuff with me. I just haven't been in the doing stuff mood lately. Na, das passt ja wunderbar, dass Chloe gerade nicht in der Stimmung ist, so wie gerade reagiert wurde. Der fährt ja immer noch im Kreis, Stalker. Wir haben es mitbekommen. Bist aufgeflogen. Hau ab, du Lump. See you in class. Mhm.
ergibt sich leichter, als er sich Need my DVD from Steph. In Wirklichkeit gibt. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Ich fange hinten an. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Schüler von Blackwell, verpasst nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Behandelt euren Körper richtig während des Stresses der Abschlussprüfungen. Und nehmt keine Drogen. Waldbrandprävention. Oh, but fire's so pretty. Ja, ist was dran, aber nur da, wo es auch schön aussieht. Nicht da, wo es nicht schön aussehen soll. Tragt euren Teil zum Brandschutz bei. Ach, hier gibt es etwas zum Malen. Stimmt ja. Anti-Drogen-Poster. What the fuck is that supposed to mean? Naja, Otters sind flotter. Nee, was? Sag nein zu Drogen. Ein Sieg auf Drogen ist kein Sieg. Es ist eine Abkürzung in die Tiefen des Versagens. Harte Worte, aber ich muss dran, vielleicht. An der Mauer klebt gleich der Wells, der Ray. Something's definitely missing from that totally blank wall. So, keine Kameras, weil der Stiefdödel ist hier noch nicht zu Werke. Guckt auch keiner aus den Fenstern, dann los. Chloe guckt auch nochmal, doppelt ist gut und auch besser. Nee, doppelt hält besser. Ah, Direktor, was hatten wir beim letzten Mal? Firewalk. Rockt. Vielleicht rockt's auch. Hätte eigentlich beim letzten Mal besser gepasst mit dem T-Shirt. Last night's show was too epic. Da steht doch irgendwas. Mauer ansehen. Firewalk forever, bitches. Eine Ecke. Beim letzten Mal, Drogen auf jeden Fall, Das gönne ich Chloe ausnahmsweise mal. Ich habe ja schon das Bier Chloe gegönnt. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Ich selbst sag bei Bier und Rauchen auf jeden Fall für mich selbst auch, Und bei Drogen sowieso. Und bei Drogen sag ich auch bei Chloe, Hier gebe ich zumindest bei ihr mal klein bei. MRB ist, David, Mr. David, B. Ja, wo ist dann B? Der David. David Batson. Gucken, ob wir erwischt werden. DVD von Steph. Ja, da steht das in einer Zwischensequenz in der Handfläche. Müsst doch mal beim Zug aus dem Zug springen drauf achten. Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Am I still an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Ha, hier kann man schon sehen, wo die beiden sitzen. Keine Musik, nur Wind in den Blättern. Das ist aber auch Musik. Das sah gerade aus wie Chloe die Hamsterbacke. Wie sie da ausgeprustet hat. Werden wir es gleich nochmal sehen. Das sieht aus wie von Chloe aus gesehen die rechte Wange. Die Hamsterbacke. Müsste man drauf achten. Das kam mir gerade schon beim ersten Mal so vor. Auf Chloes rechte Wange jetzt mal achten. Achtung. Sieht aus wie eine Hamsterbacke. So voll knuffig, rund. Nee, noch nicht. Schöner Baum. Na komm, jetzt habe ich es angesprochen, jetzt müssen wir das auch nochmal angucken. So, Achtung.
Jetzt. Es wirkt gerade für einen kurzen Moment wie eine Hamsterbacke. Chloe, die Hamsterbacke. Ist noch gar nicht alle, aber schon weg. Hat sich insofern gelohnt, dass Chloe einfach nochmal ein paar Gedanken wiedergegeben hat. Wenn ich drauf rumlaufen. Kein Problem. Steph and Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Chloe kann ja auch auf dem Hosenboden zur Kiste robben, oder? Schade, dass das nicht möglich ist. Schade, dass das nicht möglich ist. Dann könnte man wirklich sagen, wir sind gar nicht drauf herumgelaufen. Ich freue mich schon wieder bei dem Gedanken, dass wir auf der Bühne stehen und erstmal alles angucken können und die warten und gucken uns zu, wie wir uns alles angucken. Das war so super. I should probably be getting to class, but I just don't care. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die Musik hier heißt Glass von Daughter. Last night really happened? The internet says it did, but I still can't believe it. Rachel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell. Swoops in like a Batman to save my ass and thrash to firewalk? Either that was a dream or real life just got a shit ton crazier. Ich frage mich gerade, ob man den Kuss nach der Aufführung auch überhaupt gar nicht entscheiden kann oder sich wünschen kann, wenn man zuvor alles dafür tut, um nicht darauf hinzuarbeiten, nicht da hinzuarbeiten. Wenn man sich nicht für die Liebe einsetzt bei Rihanna ist blöd oder halt die wahre Liebe und später dann bei der Entscheidung beim Schrottplatz, da ist was Besonderes, nur Freunde. Der Gedanke, ich habe vor, ob ich es wirklich machen werde, mal gucken, das werde ich vielleicht spontan noch anders entscheiden. Ich habe vor, dass wir bei Rachel diesmal auf Freunde gehen. Auch wenn mir das gar nicht schmeckt, weil das halt, wie ich finde, überhaupt nicht zu Chloe passt, wenn ich da an 2013 denke. Und wie sie zum Beispiel darauf reagiert hat, als sie erfahren hat, dass Rachel und Frank da, Frank was miteinander hatten. Da merkt man einfach, dass Chloe das nicht so egal ist und dass es ihr halt wirklich dass es bei ihr eher auf Kuss hinausläuft. Aber ich bin auch gespannt zu sehen, wie das, wenn wir uns nur auf Freunde einigen, wie das dann alles ablaufen wird. Auch Freunde können ja verdammt gut zusammenhalten, so wie man eben zusammenhält, wie wir es ja im ersten Durchlauf gesehen haben. Bloß halt ohne Kuss. Und andere vielleicht Anspielungen. Also geplant habe ich, auf nur Freunde hinauszulaufen, aber ob es dann wirklich so kommt, mal gucken. Im dritten Durchlauf bin ich mir aber schon sowas von klar, wie es laufen soll. So, jetzt kommt der Ray an. Hallo. Wie er läuft. Principal Wells. Hey. Hey. Chloe Price. Is that a black eye? Der vierte, der das anspricht. Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Ich weiß nicht, ich schwör's. Damit nehmen wir ihn überhaupt gar nicht ernst. Finde ich aber toll, dass das schon die vierte Person anspricht.
Vielleicht wird es auch Rachel ansprechen mit, oh, wie siehst du denn aus? Mal gucken. Die Joyce, der David, der Elliot, der Ray. Und Chloe war es nicht. Ich schwör's auch. Wobei, ich nehme das gerade auch nicht ernst, deswegen schwöre ich's auch. I swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. I've only seen you with one expression. Mach ihn nach. Chloe, mach ihn nach. That's the one. Das so. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Wunderbar. Eigentlich nein. Aber ich mach diese Wiederwort-Herausforderung so gerne. Das ist so gut gemacht. Wer braucht schon eine Superkraft, wenn man mit Worten kämpfen kann? Gut, Worte können auch schlimme Konsequenzen haben, genauso wie Superkraft-Zeitspielen. Naja, aber es kommt halt drauf an, wie man es macht. Miles really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Sir, my well of witticisms runs so deep that you would get trapped at the bottom and never make it out alive. Noch ist es harmlos. Jokes, in my experience, that's how the guilty cover up their infractions. How did you become principal without learning the Constitution? The Fourth Amendment, illegal search and seizure? We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. Hey, honesty is the best policy, right? So I guess I should tell the truth about all the drug use going on at the school. To you, to the Beacon, to anyone who asks. I'm sure we, do not need to make so public an issue of your behavior today. But make no mistake, Miss Price, this is not over. Ooh, goody. I love cliffhangers. Funny. Just a couple years ago, something like that would have scared the crap out of me. These days, I'm at, like, the collegiate level of not giving any fucks. Mir doch scheißegal, mir doch Schnuppe. Aber das ging erstaunlich ruhig aus. Wo ist er eigentlich wieder hin? Also, ich habe da noch ein großes Feuerwerk am Ende erwartet, so wie zum Beispiel bei David, aber ja, es ging gut. Huh. Weirdly. That makes me interested in walking on the stage. Ob der nochmal wiederkommt? Es war ja ein grandioser Sieg, den wir hier eingefahren haben. Allein schon mit seinem R. Muss man heute nicht so, ne? When I want. Don't forget it again, Wells. Schön, dass es Chloe jetzt auch anspricht, wenn wir wieder hochgehen. Spricht sie nochmal das gewonnene Duell an? Das war ja wirklich meisterhaft, ohne. Probably be getting to class, but I just don't care. Ohne zu sehr über die Grenze zu schreiten, wenn ich da an. Last night really happened? The internet says it did, but I still can't believe it. Rachel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell. Swoops in like a Batman to save my ass and brash to firewalk? Either that was a dream, or real life just got a shit ton crazier. Also wenn ich da gerade an die Sitzung im Büro von Wells denke, da ist ja Chloe sowas von über etwas getreten, über eine gewisse Grenze. Das war ja schon... Wow, Feuer heiß. Das war schon sehr gefährlich. Niemand da. Tja, wir haben eine Marke gesetzt. So schaut's aus.
I bet Steph and Mikey are playing games on one of the tables. Na, ja, wir sehen uns im Unterricht, sagen wir hier. Miss Grant, the least lame teacher at Blackwell. Wish she could get over the whole push me to succeed thing, though. Aber so, die Sache mit dem Gesichtsausdruck, die gerade bei Direktor Wells angesprochen wurde, wenn ich da an Max denke, was sie anfangs zu Direktor Wells gesagt hat, er wirkt immer so, oh, als würde er mich sowas von angehen und so, als müsste ich immer Angst haben. Mhm. Aber er kann auch anders sein, zum Beispiel Zeitgeist-Galerie. Ganz anders. Und er ist ja auch an sich schwer in Ordnung. Ein Direktor muss halt so sein, sag ich mir. Da ist jetzt nichts mit, er muss halt so sein, da ist was Schlechtes dran. Nö, sehe ich überhaupt nicht so. Bei ihm überhaupt nicht. Klar, das mit dem Alkoholproblem ist halt einfach so seine Macke. Need my DVD. Aber er ist, wie ich finde, I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Die absolut richtige Person für diesen Posten hier als Direktor. Morning, Miss Grant. Chloe, are you all right? Wegen des Feichens? Yeah, I'm fine. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. Wie sie die Augenbraue hochgezogen hat. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Wir haben eine Information erhalten oben links. Das Blatt wird sich wenden. Maybe in another 6 months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. Mm-hmm. Miss Grant, the least lame teacher at Blackwell. Wish she could get over the whole push me to succeed thing, though. Miss Grant und Samuel. Und Samuel wird mit seinen Worten wieder sowas im Recht haben. Allen voran die Rachel, der Drache. Der Drache, den sie dann auf die Wade bekommt. Und der Drache, der Feuer spuckt, der alles anzündet. Da hinten. Ein Drache aus Diamanten. I'll see you in class, right, Chloe? Ah. Ah, bei ihm dann auch, will ich da auch sagen, voll der Scheiß. Oh, ich weiß nicht. Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Ich werde die Musik aber auf jeden Fall wieder genießen und ich werde wieder, da ist wieder dieser Stalker da rechts im Auto. Ich werde wieder Steph sagen müssen, Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Wie Chloe guckt. Vielleicht sage ich es auch nicht und ihr guckt einfach mal selbst, aber achtet mal wieder mal ganz besonders auf Chloe, wie sie guckt, wenn sie dem Lied lauscht. Hey Skip, stopped any gang wars lately? Not today. Oof, looks like you did though. Du bist Nummer 6. Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. Badass. Yeah, you know how I roll. Miss Grant hat das auch schon angesprochen, das Verhalten. Wenn auch bisher am undeutlichsten. So, you spending a lot of quality time with Justin's mom? No. But if you see Justin, tell him I can only ignore that cloud of weed smoke for so long. Tell him yourself, Skip. Not my problem. I'm trying to do him a favor. I thought you high risks all stuck together. High risks? Oh, shit. Sorry. Forget I called you that. Mm-hmm. Huh.
High risks. Guess you can learn useful things in school. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw Firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like good music? Preach it, sister. Mm-hmm. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Wie unsicher er halt mit seinem Stottern wirkt. Ist jetzt kein großes Stottern, aber man sieht's im Untertitel, man hört's ja auch. Yeah, okay. So. Great. Guckt auch Skippern, wie er guckt. Nicht nur Chloe. Und Kopfhörer aufdrehen. What did you think? Ich kann nur sagen, Chloe ist einfach goldig. Ah, geht so, ist jetzt immerhin nicht so beleidigend, so abweisend, oder? Aber mit so irgendwie weh, weil das ist echt gut, das ist echt richtig, richtig gut. Und wie er einfach auf eine Antwort wartet. Oh Mann. I mean, I didn't really get it. Oh! Yeah, it's weird or whatever. We're still trying to find our sound. Good luck with that. Also einige Entscheidungen, das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Mal gucken, ob ich noch von meinem bisher doch sehr geradlinigen schmetterlingsblauen Trip abweiche, ob ich dann irgendwann noch einknicke. Bin ich selbst noch gespannt. Ich würde nicht alles Gute zum Muttertag nicht als Einknicken bezeichnen. Mann, scheiße. Es tut teilweise schon weh. Mal mehr, mal weniger. Das ist schon wieder etwas mehr. I bet Steph and Mikey are playing games on one of the tables. Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Das ist auch so ein Stalker. Hey, stay out of trouble. Stay out of trouble. Chloe Price, niemals.
The future needs excellence. Da war wieder die Exzellenz. Aber auch die Gegenwart und die Vergangenheit. Blumen. Ob da vielleicht die Brooke drin ist mit ihrer Drohne? Hier fliegt ja nichts. So, wie war das mit Sommerferien? Diese schöne Brücke, wie sich Chloe da einfach was zurechtbaut. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 whole months. I love flowers. Vielleicht wären es ja auch 4 Monate, Chloe. Wenn man sich richtig anstellt, ist da was Schmetterlingsblaues an der Birke. Was denn da los? This makes being high sound like a bad thing. Ist aber nur 2. Stufe. Es gibt noch 3, 4, 5 und sogar 6. Katastrophal. Kann man da später nochmal gucken, wenn es brennt? Need my DVD from Steph. Oh, Samantha. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Man kann hier später, glaube ich, nicht mehr frei herumlaufen, ne? Dann kann man ja gar nicht gucken, ob sich der Zeiger bewegt hat. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Niemals sagen. Niemals jemandem was sagen, wenn er was gut gemacht hat oder wenn er einfach heute toll aussieht. Nein, nein, nein. Das ist nämlich Schmetterlingsblau. Andern mit sowas Einfachem wie hast du toll gemacht, siehst heute gut aus, hast eine schicke Hose an. Das wäre ja viel zu schön, anderen so einfach eine Freude zu machen. Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. Das Beste eigentlich zum Schluss, wobei auch Vic könnte diesmal das Beste sein. Samantha, oh Mann. Ist das vom Justin? Ach, Justin haben wir auch noch zu... Mit ihm haben wir auch noch zu reden. Oh Mann. Hier jemand, der Max Caulfield Konkurrenz macht und sie ist super. Samantha Myers, School Wallflower. She could give you a run for your money, Max. Sie ist doch ziemlich anders als Max. Aber in ihrer Art ist sie auch sehr sympathisch und interessant. Ich mag sie. Allen voran, weil sie ja einen von, so wie wir es wissen. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. 100%, wie ich finde, guter Charakter ist, so wie wir es halt wissen. Sie ist super. Wenn ich wieder an die Szene denke, wie sie klatscht als Nathan aus dem Zelt kommt nach der Aufführung. Mann. Sie glaubt absolut an das Gute in jedem, auch bei Nathan, wobei der ja erst richtig schlimm wird in der Zukunft. Hey Chloe. Hey Samantha. What are you reading? Und was sagst du zum Auge? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyt's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, for Samantha. But the play was actually good. What did you like about it? The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ich hätte mich gefreut, wenn sie es ausgesprochen hätte. Samantha Myers, School Wallflower. She could give you a run for your money, Max. I really didn't mean anything. Samantha. Ah, ich denke auch wieder an Need for Speed. Aber das ist ein anderes Thema. Steph and Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Ich muss sagen, die Vic schaut hier, also sie sah jetzt nicht hässlich 2013, aber muss sagen, 2010 sieht sie nochmal einen Ticken hübscher aus. Ob man ihr das so 2013 sagen sollte? Ja, also 2010, ja, Victoria, da sahst du besser aus. Weiß nicht, irgendwie wirkt sie einen
Ticken hübscher auf mich. Mit der Frisur, die sind jetzt noch etwas länger, die Haare. Ist wohl einfach Geschmackssache. Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Da hast du was vergessen, Chloe. Marybeth. Ah, Carrie Price. Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Wow. The Young Artist Award. Oh, it's not a big deal or anything. Like, 100 people submitted work, and my photography won. Congrats, I guess. So the Beacon's putting me up on the front page of the lifestyle section. Who cares? Na, dich zum Beispiel. You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure I... The club should be a collection of Blackwell elites. But instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Oh, seriously, though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Chloe, ist seriously, abgefahren. I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're... being you. Oh. Victoria, ich glaube, der Springbrunnen hat deine Hausaufgaben gefressen. I'm sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know... I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Na, aber sowas von gerne. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium, and uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey, thanks, Carrie. No problem. Marybeth. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass... Wo ist sie eigentlich hin? Also allein schon, du bist witzig, hat sie gesagt. Das hätte Samantha zum Beispiel nicht verstanden. Aber so sind die beiden halt, so wie sie sind. Ich hätte gedacht, im Sinne von sabotieren heißt, ich habe die Hausaufgabe gemacht, gib mal her. Ich zeig dir das hier und hier und da und dann werfen wir die Hausaufgabe einfach ins Wasser. Das, was sie bisher geschafft hat, liegt dann einfach im Wasser und sie kann es nicht mehr lesen, weil es halt verschwimmt. Das war mein Gedanke, deswegen das auch mit dem Springbrunnen, dass er sie gefressen hat. Die Hausaufgaben. Oh Mann. Danke, Carrie. Ja, immer wieder gerne. Irgendwie mag ich die Vic, aber... Need my DVD for aber, Steph. Da sind viele Abers dahinter. Nerding it up with Mikey somewhere. Sie kann auch anders sein, die Vic. Aber. Ja? Hm. I can tell Justin's wearing his eau de gange. Damn, girl. That eye looks sick. Nummer 7. Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like Math Central.
My cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay? Die Reaktion. You wouldn't understand. Die Reaktion, auf die habe ich mich auch wieder gefreut. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. Huh. Huh. Dude, you need to freshen like a mofo. Are you saying I smell like weed? That's exactly what I'm saying. Word. Well, good looking out, Price. Wanna hit? Like, nee. Right here? Chloe hat sich mehr erhofft. Thanks. Ob man, wenn man das mit der Giftwolke nicht sagt, zum Beispiel bei Rachel dann, das sieht cool aus, ob man dann bei Rachel beim Jasmin ansprechen was anderes hört? Immerhin hat Chloe so nach nicht duschen jetzt noch ein vielleicht mehr oder weniger schlimm Duft abbekommen. Hier so was. Bestimmt der Bienenschwarm. Oh, das war eine Steph and Mikey normally Eimer. Post up somewhere quiet in the courtyard. Der Evan. Ah, Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Der Rest waren Drachen. Oder ein Drache. Waldbrände sind super. Warum tust du das? Später. A muss jetzt nicht zwingend sein. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. Ich glaub My schon. Interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Soll ich es noch sagen? Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knob cone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knob cone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Was soll das denn jetzt heißen? Do you want me to change my mind? I... No. How seriously am I taking this right now? Chloe Price. Grasgeruch. Dr. Bär. Evan ist ein Clown. Evan ist ein Clown. Evan ist ein Clown. Im Englischen, Evan ist ein Clown. Aber dieses ist, wie zum Beispiel Aktivist, das passt im Deutschen, wie ich finde, gerade besser. Oder mir gefällt es einfach besser. Grasgeruch Dr. Bär. Ich glaube, ich werde mich nicht für W entscheiden. Ich glaube schon. Da ist doch eine Droge drin, da oben links im Brownie, oder?
Maskehoch, Dr. Bear. Happy to support such an important cause. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Evanus, Anne, S, Arschklauen. Meldet euch heute an. Übt euer demokratisches Recht aus, euch zu versammeln und die Wichtigkeit des Brandschutzes für unser zerbrechliches Ökosystem zu diskutieren. Direktor Dödel, Mac enorme Eier und Evan ist ein Clown. Evan ist ein Clown. Evan ist Anne S. Arschclown. Thanks so much for signing my petition. Noch hat er sie nicht gelesen, die Unterschrift. Evan is an ass clown. Aw, don't be so hard on yourself. Das ist schon fies. Wir haben uns den anderen beiden angeschlossen. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. What's worse, a poser who cares about issues or no one caring at all? You're back. Why do I keep talking to you? I've got shit to do. Es wird ja immer besser. Armer Evan. No, Chloe. Class is back the other way. Dass man sowas von Chloe hört, finde ich immer noch unglaublich. Hier hinten gab es nichts zu entdecken, oder? Also nicht, dass ich was übersehe oder so. Zumal wir auch noch... Oh Gott, hier gibt es wieder was zu lesen, mache ich jetzt aber nicht. Ah, eine Nachricht. Ach ja, von Steph. Stimmt, die sollten wir vielleicht vorhin lesen. Chloe, bleib bitte weg, du riechst heute nicht so gut. Hey, ich bin bei den Picknick-Themen. Hey, ich bin bei den Picknicktischen mit Mikey. Danke, auf dem Weg. 8:01 Uhr, es wäre bloß eine Stunde und eine Minute vergangen seit Aufstehen und jetzt. Theater-Nerds. Bewegliche Leinwand. Glückliches Balk, das alte Auto und toter weißer Typ. Noch bin ich voll auf Spur. Irgendwann komme ich vom Weg ab. Steph und Mikey. Die beiden sind großartig. Und Steph hat eine echt coole Stimme. Und sie ist halt auch echt cool. Steph Gingrich und Mikey North. Blackwell's Premier Indoor Kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Irgendwo, vielleicht hier. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Also für mich ist klar, ich werde auf jeden Fall mitspielen. Und wenn ich hier mitspiele, heißt das nicht, ich komme vom schmetterlingsblauen Weg ab. Wir müssen für die Wiederwort-Herausforderung einfach kreativ mit den Gedanken, mit der Fantasie bleiben. Und deswegen ist das ja eine ganz gute Übung. Außerdem will ich das hier einfach nicht sausen lassen, weil es einfach viel zu gut, auch wenn wir das schon kennen, es ist einfach viel zu gut. Sich hier dafür zu interessieren, heißt nicht vom schmetterlingsblauen Weg abkommen. Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Director's Cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Träume auch die Tagträume? Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Wie sie guckt. Was kümmert es euch? Wir sind keine Freunde, noch nicht. I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Keine Konkurrenz, sagt sie sich. Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Thanks, though.
We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? Jede Ablenkung ist willkommen. Klar, niemals. Ein andern Mal? Ich will Steph nicht enttäuschen. Ich will die beiden nicht enttäuschen. Klar. What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Hallo? Are you insulting me in some obscure nerd way? Think about it. An elf? Like skinny and kind of weird, but also a barbarian, so like really. Wie eine Chloe. In other words, Chloe Price. Wow, you two are a riot. All right, let's get started. You are both famous heroes in the Kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Blackwell. Blackwell. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernum. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Chloe, Barb. Was ich noch gar nicht gemacht habe, das mache ich jetzt mal. Internet. C-A-L-L-A. Mastia. Suchen. Oh, man findet sehr viele Bilder von Life is Strange. Wundert mich jetzt nicht. Okay, sehr viel Life is Strange. Will ich da jetzt reingucken? Ich dachte, es kommt doch was nicht Life is Strange-mäßiges. Zumindest war das meine Hoffnung, dass es da noch eine andere einen anderen Zusammenhang gibt. Mach ich das? Nee. Guck ich mir selbst nochmal später an. Nicht jetzt. Chloe. Ach. Ich habe mich leider schon beim letzten Mal für den verdammt coolen Weg entschieden, wie ich finde. Barb. Ich bleib schweren Herzens dabei, weil es einfach verdammt cool ist. Calamastia. Super into it. Not bad. Eine the two Wurz heroes. Hold on. Zusammensetzung. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Laut meinem Charakterbogen. Hab mal Menschenkebab gemacht. Nee, ich will dabei bleiben. Stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. Bleibt ihm die Sprache weg. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the Durg dude. Elamon frowns. Durg dude. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Wenn ich mich noch recht entsinne, war ich beim letzten Mal... Spiel beenden, Batz. War ich beim letzten Mal erst bei den Gefangenen, weil erstmal Leute retten, dann alles plündern und dann natürlich zum großen Endkampf. Und damit ich hoffe, ich liege richtig, wenigstens ein was anders mache, gehen wir erstmal zum Übungsplatz, uns besser einspielen, damit wir die Gefangenen noch besser befreien können. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy set orc, who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgul's Acid Blast.
overkill. Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavyset orc sergeant still remains. Sagt he er runs jetzt. At you, swinging a massive warhammer. All yours. Knaufschlag klingt super. I do a pommel strike. I strike his pommel hard. What did I say? A pommel is the end of a sword handle. Pommel strike is where you hit the guy with it. Ah, damn it. Okay, I do that. Except you're not wielding a sword, you're wielding an axe. This sucks. It's all right. Try using your... You've delayed too long. The orc swings his warhammer at your head, barely missing. Your move. I knee him. Right in the orc balls. Success. The orc clutches his groin, never to father children again. Ouch. Your turn again, Chloe. Okay, let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Hot dog. Fuck yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Tja, deine Tat wird Konsequenzen haben. Na, hier bleib ich dabei. Don't worry, Alamon guy. We all make mistakes. Elamon, no, it's Calamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? What's next? Zelt des Kriegsherrn. Nein, die Gefangenen. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying, probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Schloss knacken mit Brot bestechen. Einschüchtern. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he can't- I cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use- Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. That was a mistake. The dragonkin growls, snapping at you and showing his teeth and claws. Tall one is a fool. Dragons are gods, he says. Damn. You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. No, no, please don't do that. Still, I cannot give key. Durgaron will eat me. I think he's close to breaking. I show him my fist. I call this the Ripper, because it's really good for reaching down dragonkin throats and ripping out dragonkin stomachs. The
dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Awesome. Wow. Sarah. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah! Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Bei den Widerworten erstmal schön spannend machen, indem man den anderen kurz vors Ziel treibt und dann trotzdem keine Chance lassen. Erstmal dem Drachen den Punkt geben. It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the raiders of the Black Well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily 6 feet long. His laughter bellows, wah ha 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit! All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? Calamastia. What heißt das nicht Chloe? Bleib bitte im Spiel. Wutsturm. Oh, holy shit! Annihilation Strike! That sounds boss as fuck! One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no, 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs, plural. Severing both feet at the ankles. Das Spiel ist super. This game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, stomp. This is all my fault. Sort of. What should I do? Ich tanze? Beim letzten Mal bin ich doch gesprungen, oder? Gerade eben, das war schon etwas hart, aber jetzt dafür ermuntern. I say something really encouraging to Elamon. Like what? Yeah? Like what? Shit. Ja genau, was denn? Why is being nice so hard? sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to, stand up taller than you ever were. Gänsehaut. You just cut off my feet. Elamon feels inspired. He summons the strength necessary to crawl away from Durgaron. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword.
Shit! Oh, no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Ich bleib beim Arm. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Oh, brilliant. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. 20! Fuck yes! You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clangs to the ground. I cast Gignomi's Fire Strike of Flame! Ooh, snap! Lying on the ground, you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the chest, incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon. Durgaron is defeated, but your wounds were too great. I'm afraid Calamastia is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Aber sowas von. What I drew. Passt ja wunderbar. Zum Namen Drew. Andrew. Gefällt mir. Calamastia. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah. I'll adventure immer wieder with you gerne. Anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. Einfach großartig, die beiden. Es macht so einen Spaß, ich könnte das noch ewig machen. Diddy, check. Next stop. Chemistry class. Joy. Einfach nur toll. Moment, bin jetzt einfach gegangen. Das passt überhaupt nicht so zu mir. It was fun nerding out with these two. Especially when I kicked that dirt dude's ass at the end. Thanks again for the game, Chloe. Super fun. Next time will be even better. Nächstes Mal im Krankenhaus. Ob mir das gelingt, ha? Ich will da, glaube ich, gar nicht mal so. Upala, hier ist Ende Gelände. Groß vorher drüber nachdenken. Ich lasse mich einfach mal von meinem Tun und Handeln selbst überraschen. Und ich würde sagen, ihr seid beide Loser oder was auch immer kommen mag. Das dann aber in der nächsten Folge. Ich meine, da war jetzt die ganze Folge 70 Minuten lang nur auf dem Vorhof, aber man kann ja einfach so schön die Zeit vertreiben in diesem gesamten Spiel, immer und zu jeder Zeit. Und für meinen Geschmack ist das viel zu wenig Zeit am Ende des Tages, weil es einfach so schön ist. Must mean it's chemistry time. Naja, bin mal gespannt, wie das mit der Hausaufgabe von der Vixor noch läuft. Ja, naja, es wird weitergehen und zwar schön und ich freue mich schon und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.